Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute an meinem Geburtstag. Heute gibt es was Leckeres, nämlich eine Burger-Trilogie mit Burger vom Hühnchen, vom Kalb und vom Rind. Da hat der Jörg hat sich mal wieder was richtig Leckeres einfallen lassen. So schaut's aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir diesen Traum gemacht haben, bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Und wie es von uns gewohnt seid, zeigen wir euch jetzt zuallererst einmal die Zutaten. Und das steht heute sicherlich im Mittelpunkt des Rinder- und des Kalbshackfleisch sowie unsere Hähnchenbrust. Außerdem haben wir kleine Mini-Burger-Buns. Wir brauchen Peperonis, wir haben Koriander, Limetten, Spätzle brauchen wir, Salat zum Garnieren ist klar, eine Gurke, Essig, guten Käse, Senf, süßen Weißwurstsenf, ganz leckere Geschichte, machen wir gerade viel damit, aber schmeckt auch fein. Eine Orange, eine Mango, eine Paprika, Aubergine, genau, danke Jörg, mit Zucchini, Zwiebeln brauchen wir, Röstzwiebeln, Mayo und eine Dunkelbier-Barbecue-Soße eurer Wahl. Aber jetzt haben wir euch lang genug auf die Folter gespannt. Jetzt geht's los. Freunde, wir schreiben heute den 28. Januar und es ist ein ganz besonderer Tag, nämlich mein Geburtstag. Ha! Folgedessen habe ich mich heute noch gar nicht viel kümmern müssen. Aber ich habe deshalb auch überhaupt gar keinen Plan, was wir jetzt aus dem ganzen Zeug heute machen. Den Plan hat der Jörg und den holen wir jetzt vor die Kamera und ans Brett. Und dann schauen wir mal, was da draus wird. Ich weiß bloß, es wird eine leckere Burger-Trilogie. Und wie die später aussieht, ja, da bin ich schon mal sehr gespannt. Ja, bevor wir jetzt loslegen, klär uns doch mal auf, was es heute gibt. Insgesamt. Insgesamt. Du hast schon deine Kreation heute. Achso. Wir machen heute eine Mini-Burger-Trilogie. Das heißt, wir machen einen Kalbfleischburger mit Antipasti und Gurkensalsa. Dann machen wir einen Hähnchenburger mit gegrillter Mango und Koriander-Orangen-Mayonnaise. Schneid's. Genau. Und ein Rinderburger mit Käsespätzle, Röstzwiebeln und der Dunkelbier-Barbecue-Soße. Wow, das klingt mal mega lecker. Mit was fangen wir an? Wir fangen jetzt an die Pastigemüse und die Gurkensalsa für den Kalbfleischburger. Sehr gut, dann Blick aufs Brett, los geht's. Even in my wildest dreams. Oh yeah. Jetzt hat er alles geschnitten, unser Jörg, inklusive Finger, gell? Ist er noch dran? Noch ist er dran. Noch ist er dran. Ich habe noch neun. Du machst jetzt die Gurkensalsa, oder? Salsa ganz klassisch, jetzt mit Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Limette, oder? Genau. Super, genau. Dann Attacke. Ja, genau, vergessen. Ich vergessen, alt, ja? Ü50. Echt? Da habe ich noch ein bisschen. Ha. Das Öl fehlt noch, Freunde, habt ihr aufpasst. Ja, gesagt, stopp. Das ist ja nicht so kreativ. Gut. Mensch, ja. Sicher? Ja! Das lassen wir jetzt ziehen. Zum Schluss schmecken wir es noch ab. Ein bisschen mit Salz, Pfeffer, vielleicht nochmal eine Limette oder ein bisschen Chili. Aber das wollen wir sehen. Wahrscheinlich, wie ihr ihn hier kennt, ist das schon lecker. Das habe ich jetzt doch noch einen Auftrag bekommen. Genau, es geht um das Antipasti-Gemüse. Das müssen wir jetzt würzen. Wir haben da ein ganz leckeres Gewürz von unserem Freund McAllister. Schaut bei dem mal vorbei. Im Prinzip tut es jede mediterrane Gewürzmischung. Pizza-Gewürz, Salz, Pfeffer, Thymian, Oregano, solche Sachen. Wenn ihr das nicht habt, wobei es gut ist, nehmt da einfach was anderes. Ja, so tun wir es ruhig, ordentlich, kräftig würzen. Auberginen und so haben ja eher wenig Geschmack. Und das rühren wir dann unter. Auch beim Antipasti gilt, Öl kommt später. Das zieht jetzt nämlich erst einmal ein bisschen Wasser. Ja, und das Öl kommt erst dann drauf, wenn wir es grillen. So, und somit habe ich meinen Auftrag erledigt. Und ich übergebe mich wieder an den Jörg. Jetzt wird es spannend, Freunde, weil jetzt geht es weiter. Wir machen zum einen
unsere Grillmango, ne? Genau. Zum anderen unsere selbstgemachte Orangen-Koriander-Mayonnaise. Den bereitet er jetzt auf direkte Hitze vor. Wir brauchen keinen indirekten Bereich. Aufheizen tun wir das Ganze auf 200, 220 Grad. Ja, da hole ich jetzt mal schnell das Gitter. Ja, 200 Grad, dann können wir endlich auflegen. Aber was fehlt noch? Dem aufmerksamen Zuschauer ist es nicht entgangen. Genau, das Hackfleisch. Hackfleisch fehlt noch. Und das, ja, haben wir gerade beschlossen. Ich glaube, der weiß noch nichts davon, aber das macht heute der Dennis. Würzen und Formen ist jetzt angesagt für unser Hähnchenhackfleisch. Nehmen wir Bombay Chicken Wings, also ein schönes Hähnchengewürz, in unserem Fall von Ankerkraut. Das Kalbfleisch, das wir brauchen, das wird nur mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und das Rind, ja, das macht er mit Jack Daniels Gewürzmischung. Die hat richtig Tinte auf dem Füller. Jetzt kommt die Besonderheit bei dem heutigen Burgerrezept: Wir haben so kleine Dinger. Im Fachjargon heißen die Slider. Dennis, da drauf soll das Patty. Sehr schön. Guck mal. Schau mal, ob das da. Das da, ja. Super, schau mal. Fast wie gelandet. Aber weißt du, du bist ja neu. Ich muss dir das jetzt schon mal ein bisschen beibringen. Die müssen links und rechts schon ein bisschen überstehen, weil die ziehen sich ja tendenziell zusammen auf dem Grill. Ne? Selbstverständlich. Also auch da draußen. Denkt immer dran, wenn ihr Burger macht. Lasst das Hackfleisch ein bisschen überlappen, weil auf dem Grill wird das kleiner. Aber jetzt geht's los. Der Grill, wenn ihr mal genau hinguckt, der steht gerade bei 200 Grad, Tendenz steigend. Dann machen wir das sauber, dann seht ihr das. Tendenz steigend. 200, 220 Grad brauchen wir. Jetzt ist ganz wichtig, wie immer, ne, Keramikgrill. Beim Kugelgrill braucht es das nicht, beim Gasgrill braucht es das nicht. Beim Keramikgrill, der muss atmen können, weil sonst macht es puff. Ja, dann habt ihr keine Haare mehr am Arm oder die Jacke jetzt anbrennt. Der muss erst Luft ziehen. So, und jetzt grillen wir erstmal unser Antipasti-Gemüse an. Ja, das legen wir da jetzt richtig schön drauf. Wir haben immer noch kein Öl im Spiel. Denkt dran, es ist noch immer kein Öl im Spiel. Das grillen wir beidseitig an und danach in der Schüssel kommt das Öl. Geht ruckzuck, muss wie gesagt nur weich werden, ein paar Röstaromen müssen ran. Und dann ist unser Antipasti, unser gegrilltes Antipasti fertig. Jetzt haben wir den Zeitpunkt erreicht, es liegen noch zwei Zucchini-Scheiben auf dem Grill. Jetzt müssen wir noch ganz geschwind unsere Mango angrillen. Und dann geht es endlich ans Fleisch, dann können wir endlich loslegen, fertig grillen zum Essen. Machen wir auch auf beiden Seiten, logischerweise, dass wir richtig schöne Röstaromen hinkriegen, dass sie noch ein bisschen weicher werden, dass sie karamellisieren, das wird richtig lecker, wird das also. Ich glaube, da hat er einen guten Plan gehabt, unser Jörg. Wenn die Mango jetzt auf dem Grill liegt, geben wir noch unser Öl ins Antipasti, da brauchen wir gar nicht viel. Bloß, dass ein bisschen die restlichen Gewürze auch wirklich dran haften bleiben, das reicht schon. Das müssen wir jetzt durchmischen. Und dann ist unser Antipasti-Gemüse fertig für die kleinen Burger. Allerdings müssen wir es wahrscheinlich nur ein bisschen auseinanderschneiden. So. Müssen wir uns aber auch gleichzeitig beeilen, dass das schön warm bleibt. Ist es soweit, wir bringen endlich Fleisch auf den Grill. Jetzt haben wir lang genug gewartet. Beim Hühnchen müsst ihr ein bisschen aufpassen, das ist sehr instabil, dass es zerbricht. Bin mal gespannt, ob wir das so hinkriegen, wie wir das wollen. Gleichzeitig fangen wir mal an, unsere Buns anzuknuspern. Unsere Mini-Buns, gell? Während wir jetzt da hinten, oder während ich da hinten die Burger mache, da auf dem Keramikgrill, macht der Jörg hier im kleinen Dutch-Ofen, im Baby-Dutch, auf unserem Würzje die Käsespätzle, fertige Spätzle heute mal, ganz besonders lecker. Schau doch mal, was der da reinschmeißt alles.
Jetzt müssen wir bloß zusammenbauen. Oh, dafür hole ich den Jörg wieder ans Brett, weil nach wie vor eigentlich nur er so wirklich einen Plan hat, wie das heute zu laufen hat. Dann machen wir. Jetzt tun wir das noch schön dekorieren, machen ein paar wunderbare Bilder und dann seid ihr dabei. Ha, dann darf ich endlich ein Fazit drehen. Jetzt haben wir lang genug gegrillt. Jetzt ist es an der Zeit, dass man da endlich einmal reinbeißen darf. Der Magen knurrt schon tierisch und bei der Größe von Magen, da könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Magenknurren ausschaut. Es ist kein Spaß, das sage ich euch. Ich würde sagen, wir fangen einmal mit dem Frauenburger an, mit unserem leckeren Hühnchen, mit Mango und leckerer Orangen-Koriander-Mayo unten drin. Und das machen wir jetzt ganz unspektakulär, dabei ist jetzt einfach einmal rein. Da könnte man gerade vergessen, dass da draußen schneit. Das ist richtig schöner, fruchtig, luftig, lockerer Burger. So richtig schön für heiße Tage, eigentlich eher für heiße Tage geeignet. Das schmeckt mir schon mal richtig gut. Ganz ehrlich, leckere Nummer. Jetzt machen wir mal weiter mit dem Kalb. Da habe ich mich nämlich auch schon drauf gefreut mit diesem leckeren Antipasti-Gemüse mit der Gurkensalsa unten drin. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber der ist ein bisschen mächtiger, da muss ich da das Kiefer aushängen, ich bin ja eine Schlange. Der wird ganz klar dominiert von der Gurken, von dem Gurken-Chutney unten drin, was lecker ist. Wirklich lecker, das Kalb kommt wunderschön zur Geltung. Wir haben ja nur Salz und Pfeffer dran, wunderschön abgewürzt. Oben drauf ein bisschen schönes angeröstetes Gemüse, gefällt mir auch sehr gut. Aber ich wäre ja kein Allgäuer, wenn ich nicht auf Käsespatzen stehen würde. Deswegen gehen wir jetzt weiter zu unserem Dunkelbier-Barbecue-Käsespatzen-Rinderburger. Der rundet das Ganze wunderbar ab, Freunde. Wow, ist das geil. Richtig schönes Käsespatzen-Aroma. Ein schönes Rindfleisch, nicht ganz durchgegart, ein bisschen medium. Ah, unten drin eine schöne, leckere Soße eurer Wahl. Wir haben uns heute Dunkelbiersoße genommen. Nehmt einfach eine Barbecue-Soße, die euch schmeckt. Ja, geile Nummer. Drei wunderschöne Burger auf einem Teller vereint. Das haben wir heute geschafft. Ich würde sagen, wenn ihr mal einen davon nachgegrillt habt, dann schreibt er uns unten in die Kommentare, ob er euch auch so lecker geschmeckt hat, wie er uns geschmeckt hat. Weil das kann man natürlich auch in groß bauen. Ne? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Da haben wir dann keinen Geburtstag mehr zu feiern. Aber sicherlich dennoch leckeres Zeug zu grillen. Meine Gäste warten jetzt alle. Wir müssen jetzt schauen, dass wir den Rest auf den Grill bringen. In diesem Sinne sehen wir uns dann wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Mein Team und ich mir sagen Servus. Macht's gut. Ade. Servus. Also der AJ, komm mal zu uns. Kuscheln. Kuscheln. Team hat sich ja natürlich nur was für dich überlegt. Ja? Jetzt machst du aber bitte erstmal das Kleine auf. Geschenke. Da hat man das geil vollendet. Neu. Mehr gibt's jetzt. Du bist ja nicht die hellste Leuchte. Nein. So, und jetzt machen wir den Hauptteil auf, bitte schön. Tut mal ja die Gurke auf Seite. Die Gurke und das Messer auf Seite. Oh! Schau mal die Kamera aus, das ist nichts für Kinder, das ist nicht jugendfrei. Schmeiß halt die Kleinen ab. Karton weg. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh,
mit LED. Das ist Pamela Anderson in nackt. Ja, guck doch. In jungen Jahren. Ha! Das kriegt einen Ehrenplatz am neuen Grillplatz. Oh, das habe ich fast verraten. Scheiße. Oh nein, verraten. Es gibt bald einen neuen Grillplatz. Donnerstag kommt. Egal. Herr Jörg macht noch eine kleine Pause, aber nach der geht's weiter. Ganz sicher. Warte jetzt kurz, Zigarettenlänge, ne? Ü50 ist man immer der Schnellste, da muss man oft mal Pause machen. Ja. Außerdem sei es ihm verziehen, er kommt gerade direkt von der Arbeit. Ja. Die Leute an sich sind richtig. Der hat auch mal schaffen müssen. Jörg. Oh.